Ist das ein typisch bayerisches Gericht? Nein, das ist so allgemein. Das haben die anderen auch. Ich bin ja so. Und wie heißt es eigentlich? Hat es einen Namen? Na, das ist ein Auflauf. Ein Auflauf. Ein Auflauf. Und ich bin ja da Spezialistin überhaupt für die Aufläufe. Ja, wo Sie hinkommen, gibt es Aufläufe von den Menschen? Ja, nein, das vielleicht auch. Ja. Oder hoffe ich wenigstens, ja, dass ja, das in die Straße kommt. Aber hier den Auflauf, da gibt es keine Menschenauflauf. So, tun Sie mir das da hin, Herr Willeck, sonst so nett. Ich tue es so, jetzt mache ich gleich weiter da. So. Das ist ein Auflauf. Das war jetzt also Milch, ein bisschen gewärmt, haben Sie ja gesehen? Ja, ein bisschen zu wenig, der hat noch ein bisschen mehr rein fast, aber es geht schon. Schauen wir noch ein bisschen Milch? Ja, ein bisschen Milch könnte noch brauchen. Guck mal, ist ein bisschen zu wenig. Bisschen wenig. Da brauche ich jetzt noch ein bisschen Quark dann rein. Ja. Schlagkram. Ja. Dankeschön, ja, Herr Billig, sind Sie nett. Schauen wir uns noch was ein bisschen Milch rein. Wo haben wir denn unser Tiegel? Ja, da ist es ja. Dankeschön. Ein bisschen Milch, ja. Ja, so. Ist ein bisschen zu wenig gewesen. Ja, so, ja, ich mach's das ist schon gut. Machen Sie das. Dankeschön. Ja. So, dann tue ich den Quark irgendwie hinein. Muss ich mich doch nützlich machen. Ja, ja, ist ja gut, wenn Sie mal mich andöffen, gell? Ja. Freuen Sie sich schon, dass ich ihn einmal besucht habe. Ja. In Ihrer Küche. Nein, ich muss ja dankbar sein, dass ich mal in Ihrer Küche kochen darf. Oh, das ist und dass das Sie mir dann mein Essen Vergnügen kochen. Ja, 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 ich werde Essen, muss ich sagen, mein Gott, die und ich koche für Sie auch eine Sache natürlich. Ah, die müssen Sie dann leider auch essen. Na, da freue ich mich doch. Sie sind überhaupt der beste Koch, den es gibt. Nein, nein. Nicht? Ja, verlöf. Ja, ja. Biolek ist der bekannteste. Der so, das ist jetzt, so. Das ist jetzt Quark. Quark also kommt noch rein. Und dann kommen jetzt die Eier drauf. Nicht der ganze Quark? Nein, der kommt nach und nach. Nach und nach. Geht alles nach und nach also bei mir. So, eins, ich glaube, dass zwei, die Milch soll ist Milch schon gut? Nicht heiß sein, ne? Nur nein, warm. Bring es mir die noch. Ja, ja, die ist jetzt warm. Zwei. So, jetzt schütten Sie mir das nicht, sonst nicht das Ganze? Ja, ja, tun Sie es nur drauf. Ist schon gut, ja, okay. Na, da so, noch ein bisschen hin. Ja. So, danke schön. Sehen Sie gut, dass ich Sie habe, Herr Bierlich. Ja, ja, ja. Allein wäre ich gar nicht fertig geworden. Aber sonst in meiner Wohnung in München, da muss ich schon selber machen, allein machen. Da habe ich niemanden, der mir hilft. So. Nein. Nein. Kochen so, Sie gut regelmäßig? Nein, nein, ich koche eigentlich nicht. Ich habe immer keine Zeit. Sie wissen ja, dadurch, dass ich so viel in Köln bin, komme ich nicht dazu. Und in Köln habe ich eine Wohnung ohne richtige Küche. Ah. Aber ich koche gern. Also so Auflauf mache ich gern. Und die essen meine Freundinnen so wahnsinnig gern. Sagen Sie, wann gibt es wieder den Auflauf? Ja, ja, die kommen dann zum, ja, Kinder, wenn ich vor allen Dingen da habe, dann gibt es ganz viel. Ja. So, jetzt muss ich da ein Fett hineintun, ein bisschen unten. Hoppla, ja, nein, nein, brauchen geht Sie schon. Ja, nein, ich habe mehr Löffel und so Sachen habe ich. Nein, nein, da haben wir schon, gelangt alles. So, jetzt kommt da die Zwetschgen. Ah, das tut also, ja, da haben wir Vorsicht, die sind heiß, Vorsicht, die sind heiß. Die sind schon heiß genug, oder? Das ist schon fertig. Ich meine, die. Nein, die kommen da rein, zuerst, damit sie nicht zu viel sind. So. Ah ja. Jetzt. Hier, das darf man auch schon wieder nehmen. Dankeschön. Da sind Dankeschön noch zwei drin. Ja, das macht doch nichts. Na, alles muss Sie verwendet werden. Sie sind eben genau. Und ich bin, alles muss verwendet werden. Ich bin werden eben geschlampert. Nein, nein. Mein ganzes Leben lang bin ich geschlampert. Das macht aber nichts. Aber Sie haben es weit gebracht damit. Ja, eben, weil ich so geschlampert bin. Bei mir geht alles schnell. Schon als und Kind wahrscheinlich, ja? Das kann man sagen. Meine Mutter hat sich über mich furchtbar aufgeregt. Ja? Ja, ja, weil ich immer schlampig war, die ganze, ja, mein Zimmer hat ausgeschaut, naja, wie wenn Vandalen drin gehaust hätten. So, die Hälfte. Das heißt, Sie haben auch nicht kochen gelernt als nein, ich höhere gar nichts Tochter getan. Aber ich war ja verzogen bis zum Letzten. Tatsächlich, ich war verwöhnt, wahnsinnig verwöhnt und verzogen. Hm. Aber dafür bin ich halt eigentlich ganz gut zu haben, oder? Ja. Ich mein, und haben Sie denn auch, dann haben Sie ja auch nie geputzt oder sowas. Wo? Ich bin doch die Putzfrau der Nation, die nicht putzen kann. Ja, und wie haben Sie es dann für die Lindenstraße gelernt? Das hat aber der Herr Geisendorfer persönlich gelernt. Der ist auch, ja, das war so, ich sollte kehren. Ja. Naja, als Hausmeisterin muss man ja kehren. Na ja, habe ich kehrt und kehrt und kehrt und bin immer in die Haifall reingetreten. Da ist der Herr Geisendorfer diesen Riesenmann bekommen und hat gesagt, also so aus, dass du nicht einmal kehren kannst. Sag ich, nein, kann ich nicht. Und dann hat er es mir gezeigt und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Bin ich nicht mehr in die Haifall reingestiegen. Dann habe ich gesagt, na endlich kannst du es, sage ich, ja, mei. Bin aber auch noch
Linkshänderin. Dann habe ich gesagt, das auch noch. Und habe mir alles hingeschmissen. So, jetzt bin ich da schon gleich fertig. Ja, wunderbar. Ist ja super. Geht ja ganz wunderbar. Hat es jetzt gleich? Nein, hat noch nicht gleich, gell? Ja. Nein, nein, geläutet hat es noch nicht. Na, jetzt haben wir schon. Was ist da? Ist noch ein Ei übrig? Ja, das kommt ja ein. Und Quark ist auch noch übrig? Der reicht. Der reicht. Muss nicht Plus sein. Butter. So genau muss man es nicht Und das bauen. Ist Butter oder was? Butter kommt noch drauf. Da kommen noch so Butterflöckerl drauf, wenn man es heute halt so macht. Ne? Da ja. Ein paar und da. Das macht man eigentlich auch genauer. Wir sind eine richtige Köchin, was ich ja eigentlich nicht bin. Ich bin ja bloß so eine Hobbyköchin. Ja, ja, so eine gute Köchin, so wie Sie, eine gute Köchin. Nein, ich bin ja auch ein Hobbykoch. Bin ich ja nicht. Aber Sie sind schon besser wie ich. Ich bin ja da bloß so. Aber ein bisschen was kann ich auch. Ja, na. Das wird sicher lecker schmecken. Das glaube ich, das hoffe ich so. Jetzt haben wir schon alles. Ja. Jetzt ist da immer noch ein trauriges Ei. Ja, das traurige Ei wird bald glücklich sein, denn das wird zu Eischnee gemacht. Soll ich den gleich machen schon? Ja, aber aus dem Eigelb kann man doch kein Eischnee machen. Ah, ich bin ja blöd. Ja, bin ich blöd. Ja, selbstverständlich. Das meine ich doch. Ach, mein, aber Herr Biolek, ne? Mein, bin ich dumm. Wenn Sie mich nicht manchmal hätten. Wenn ich Sie nicht hätte. Sie und Schwarzbrot. Ja, aber ist doch schön jetzt. Schwarzbrot. Das sieht doch schön aus jetzt. Da müssen die lauter weiß essen, sagen wir in Bayern, gell? Ja. Ja, gut, nein, mein, bin ich dumm, gell? Nein. Das habe ich jetzt. So ist wissen gut. Sie, so haben Sie mich verwirrt gemacht. Ich hab's, ja. Sie ja. haben mich verwirrt, na ja. Deshalb habe ich das mit dem Ding nicht gemacht, oder? Ja. Naja. So, wunderbar. So, jetzt ist schon. Jetzt ist doch alles. Wir haben noch ein bisschen Zucker rein. Ja. Damit so ein bisschen. Ja, machen wir nochmal einen Löffel. Ein Glanz. Ein Glanz. So, dann ein bisschen Glanz. Zucker rein. So. So, und jetzt. Ja, jetzt haben wir es eigentlich schon. Ja. Oder? Nochmal die. Na, braucht man nicht. Ah, die kommen nicht noch mal drauf? Na, das haben wir ein bisschen zu viel gemacht. Das macht nichts. Das macht nichts. Das machen wir als Kompott. Na ja, das essen ist. Essen wir dazu. Natürlich. Wunderbar, das tun wir wieder mit den, das tun wir wieder das in den Saft rein. Und dann ist das als Kompott. Das ist ein wunderbares. Och, ne, da kommt noch der Zucker rein. Und wir haben doch auch noch einen Rum gehabt. Da tun wir auch noch dazu. Nein, wo ist denn der überhaupt? Ein Rum? Ja, einen Rum haben wir gehabt. Rumkugeln. Aber haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir nicht mehr. Nein. Oh, ich kann aber einen holen. Ich habe einen in der Speisekammer. Soll ich ein bisschen rumholen? Ja, bitte schön. Ja, 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 ich habe da irgendwo einen. Ja, wenn Sie einen haben. So, ja, ich jetzt habe ich, glaube ich, alles fertig. Trinke nur Wasser. Naja, so bringen wir Herr Bierleck, oder? Also ich habe keinen Rum gefunden, aber ich habe ein bisschen Cognac gefunden. Ja, ist auch gut. Ah, gut, ne? Der kommt da rein. Aha. Damit es ein bisschen noch was schmeckt. Ja. Und ja, da kann die eigentlich den Ding jetzt bald mal machen. Ja, wunderbar. Oder? Sind wir schon fertig? Sind wir fertig? Ja, sind wir fertig, sind wir fertig. Dann müssen wir los noch. Sie haben doch eben vorhin, habe ich gesehen, schon einmal dasselbe einen gemacht. Einen habe ich schon gemacht. Und da fehlt nur noch der Eischnee. Dann sollen machen Sie den schon den machen? Ja, machen Sie ihn schon. Können Sie den schon machen? Ja, ja sicher. Ja, also wenn Sie das sagen, ja. Dann tue ich das. Alles, auch was der Eischnee Sie ist sagen, traurig, der will jetzt auch lustig werden. Was Sie sagen, tue ich alles. Gut, Herr gut, Bierleck, gut. Ich bin gut zu haben. Ich habe keine Ahnung von Aufläufen, aber... Haben Sie nicht? Nein, ich lerne ja heute eigentlich. Jetzt aber leicht gescheit. Lernt er, der Bierleck? Was lernen Sie von Ihnen dann? Sie lernen auch was. Ja, wir lernen uns gegenseitig. Na, das ist ja gut. Also ich meine, man kann auch... Ich bin ja uralt, aber ich kann schon noch was lernen. Oh, ja, ja, ja. Soll da ein bisschen Zucker rein? Ja, ein bisschen an den 30 zum wird er nicht richtig. Ganz schon. Ja, jetzt ist er gut. Ja, jetzt ist er recht. So. Jetzt ist er gut. Ja. Man muss keinen kippen, kann man ihn kippen? Ja, kann man schon. Ja. Ja. Das verstehen Sie besser wie ich. Weil Ihre Geräte kenne ich natürlich nicht so gut. Ja. So oft bin ich ja nicht bei einer Herr Bierleck. Nein, ich weiß Sie müssen mich öfter einladen. Ja. Sie müssen öfter zu mehr einer Aufläufe, kommen. Mehr Aufläufe, mehr Aufläufe. Ja, nicht nur Aufläufe. Ich mein, ja. Wir können auch mal noch was anderes machen. Das hat noch nicht geklingelt. Nein? Nein. Ich glaube, noch eine Minute. Wenn das, oh, das ist ja wurscht. Das ist das die Uhr oder ist das die Uhr? Die Uhr. Die nein, Uhr noch, nein, noch 4 Minuten. Dann trinken schon. Wir ein Glas Wein dazwischen. Da, ja, das was, wir. Was ich mag einen Rotwein, bitte schön. Einen roten? Ja. Gut. Bis es soweit ist. Ich habe einen deutschen roten.
Ja, gut, man sagt immer, die Deutschen können keinen Rotwein machen. Das stimmt überhaupt nicht. Der ist im Fass, im Barrique-Fass ausgebaut, im Holz. Wunderbar. Ist was Feines. Immer wichtig. Oh. Ich bin also, allein schon die Gläser. Ich will Ihnen sagen, der beste Wein, wenn er nicht in einem guten Glas ist, schmeckt er nicht. Ne? Also zum Wohl. Vielen Dank. Ja, ich danke, dass Sie da sind. Der kostet natürlich ein paar Mark, aber das ist auch das wert. Das macht nichts. Das ist auch wert. Ne? Wir arbeiten hart. Für das arbeiten wir, dass wir uns was leisten können. Man gönnt sich ja sonst. Wir müssen schon gut leben. Ja, ich habe also natürlich, so was wie Sie schon einen Auflauf vorweg gemacht haben, so habe ich auch einen vorweg gemacht. Nicht einen Auflauf, sondern haben Sie gemacht? Ich habe einen Kaninchenkeulen. Oh, wunderbar. Und zwar, das kriege ich ganz selten. Ja, das gibt's fast nicht. Die werde ich jetzt, ich stelle die jetzt mal darüber. Aha, da soll ich sie noch anmachen, habe ich schon gelernt. Ja. Ich stelle es darüber, weil ich hier besser rankomme gleich. Da geht's her, das stellen wir weg. Ja. So. Ja, das brauche ich gleich. So, jetzt mache ich, ich will jetzt mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Ja, bitte schön. Damit, damit ich auch was lerne. Und damit Sie es nachmachen können. Ja, man muss ja im hohen Alter auch noch lernen. So ist es nicht. Immer, wenn man nicht mehr lernen kann, dann ist es vorbei. Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch schon im Rentenalter und ich lerne auch noch. Jetzt, endlich, ja, da schau her. Ja, schau, so bist du. Ist sieht oh, das gut aus. Der ist aber schon aus. Schön geworden. Ich glaube, dass wir bloß noch 5 Minuten brauchen. Ja. Oh, sieht das schön aus. Da komme ich kaum hin, da bin ich klar. Und es ist gut, dass der dann ein bisschen abkühlen kann, wenn wir ihn rausnehmen, bevor wir essen. Denn der sieht sehr heiß aus. Hui, ja, ja, heiß ist er natürlich. Ist ja gekocht, am Feuer gekocht, sagt man. Herr Bierleck. Ich stelle mal 5 Minuten ein für Sie. Natürlich ist er am Feuer. So, jetzt kommt Muss heiß sein. Muss heiß sein. So. Ne? Wunderbar. Ja, ist schon schön. Ja. Ja, so genau geht's ja nicht. Na. Ich bin ja nicht so. Nein, haben wir schon. Jetzt muss er noch. Fünf Minuten habe ich eingestellt. Ja, ist okay. Kommt. Gut, und jetzt fange ich an mit meinem Kaninchen. Sehr einfach übrigens, sehr einfach. Können Sie ganz leicht nachmachen. Ganz leicht. Ich nehme so ein Öl, Sonne und Olive, Sonnenblumenöl mit Olivenöl. Mhm. Nicht reines Olivenöl. Nein, in dem Fall nicht. Ich will Ihnen Sie sagen, warum. Nehmen Sie sonst das tollste Olivenöl oder was? Ich nehme sonst sehr viel tolles Olivenöl. Ja, denken wir doch. Aber nicht immer. Zum Verkochen genügt eigentlich die Mischung. Und da kommt am Schluss auch noch Creme Fraiche rein. Aha. Und dann finde ich die Olive ein bisschen zu kräftig. Es kommt immer darauf an, was ich mache. Ah, so, also da nehmen Sie das. Die Mischung. Gemischte. Oder auch, man kann auch Sonnenblumen Sonne und Olive nehmen. Ja. Aha. Und jetzt muss ich meine, was darf ich mal hierher, das ist Ihr Glas. Ja. Ich muss die ein bisschen pfeffern und salzen. Mhm, wunderbar. Weißer Pfeffer zum weißen Fleisch. Ah, so, weißen Pfeffer nehme ich. Nehmen in dem Fall, ja. Aha. So, ich muss ein bisschen umdrehen. Auch noch ein bisschen Salz drauf. Oh, das sind aber schöne Kräutchen. Ne? Schön. Super. Ich muss dazu sagen, beim Fleisch bin ich sehr eigen. Achte ich drauf, ob das aus so einer Massenhaltung ist oder ob das aus und einem richtigen. Weil Kaninchen werden leider inzwischen auch unter furchtbaren Umständen. Ja, warum? Um es billiger zu machen. Nicht und, so schrecklich. Und ich muss sagen, die Tiere müssen doch leben. Ja, die kurze Zeit, wo sie leben, müssen doch ein bisschen ein Leben haben. Ja, das kostet. Also bei den Hühnern überall das Gleiche. Ich finde das schrecklich. Finde ich untierisch, kann ich jetzt sagen. Ja, unmenschlich. Es ist unmenschlich für die Tiere. Für die Tiere. Na? Jetzt tun Sie es da rein. Und, ja, noch nicht. Und ich muss einen Augenblick nur Fleisch also von... Also ich gehe in einen Geflügelladen und die sagen mir, die kriegen das aus von einem Bauernhof, wo die Kaninchen ganz artgerecht richtig aufgezogen werden. Und nicht in diesen Winzdingern so drin sind, das überhaupt nicht drin können. Und dann mit irgendwelchen Antibiotika und so weiter. Erschrecklich. Nein, das finde ich furchtbar. Ja. Aber das ist unsere Zeit. Das ist schlecht. Aber wir wollen... Machen Sie mir das Kleine an. Das Kleine wie weit? Nach unten, also erstmal drücken, und dann nach unten. Ja, danke. Noch weiter runter. Noch weiter runter, ganz runter. So, jetzt? Ja, noch weiter runter. Noch weiter runter? Einfach, ganz klein. So. Weil das ist mir jetzt zu groß gewesen, das hat mir zu jetzt sehr gekocht. Jetzt ist ganz klein da. Jetzt habe ich so, jetzt habe ich... Jetzt hast du ausgemacht? Ja. So, jetzt... Ja, allmählich finde ich mich in Ihrer Küche zurecht. Ja, das geht ja so schnell. Das finde ich super. Also viele Gäste haben Probleme mit dem Gas, weil die zu Hause elektrisch haben. Das macht ne? mir nichts. Ich habe auch daheim elektrisch. Aber früher habe ich Gas gehabt. Ja. Ist schon Zeit her. Das so. War noch früher haben wir eingeheizt.
Einkaufs unten, mein Lieber. Bei mir auch zu Hause, wo ich aufgewachsen bin. Ja, bei uns sind wir mal einkaufen. Ja, ja, ja. Das kenne ich. So ein riesen Herd gehabt. Ja. Und dann in der Mitte war es am heißesten. Heißesten. Und zum Regulieren hat man einfach weggezogen. Und dann so ein Grantl an der Seite. Ja. Weißt du, wie sie in Hochdeutsch heißt? Grantl, weiß ich. Grantl ist das, ein Grantl. Ja, an der Seite so. Was nennen wir das denn? Und was war da? Wasser, oder heißes Wasser? Das heißt Wasser, ja, 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 ja. Das hatten wir auch. Wie ihr da gesagt habt, weiß ich nicht. Ich weiß es nur im Bayerisch. So. Ja. Sie haben ja, was ich immer wieder höre und mich sehr fasziniert, Sie haben so junge Fans. Und Sie haben ja auch, und Sie haben ja auch eine Platte gemacht, also eine CD. Ja, eine CD mit jungen Leuten. Toll. Zusammen mit lauter junge Leute, weil ich gerne den jungen Leuten helfe. Gerne mit jungen Leuten zusammen. Und die jungen Leute sind auch entzückend zu mir. Und meine Fans sind 12- bis 25-jährige Knaben, nicht die Mädchen. Oho, die Knaben. Und wissen Sie warum? Die knackigen Knaben. Nein, wissen Sie warum? Die nicht so gerne mögen. Die sagen, so wie die Eule, die ist recht. Die sagt, so ihre Meinung, auch mal so möchte ich auch sein. Und das ist es. Und umgekehrt hält es Sie jung. Ja, mich? Ich freue mich jedes Mal, wenn so junge Bummer sind. Es hat geklingelt. Schauen Sie mal, wollen Sie noch ein bisschen? Nein, das ist gerade recht. Ist recht? Gerade recht. Gerade recht ist er. Gerade recht. Ich darf nicht zu. Nein, ist schon recht. Schon recht? Ja, ist schon recht. So, danke schön. Jetzt da kommt da nochmal was. Jetzt tun wir den anderen rein. Ja, tun wunderbar. Den anderen rein. Nein, Löffel lassen wir raus. Den hätte ich schon noch rausgenommen. So. Wie lange muss man da die Uhr stellen jetzt? 45 Minuten. 45? Ja. So haben wir die schon gestellt. Nein, mache ich. Machen Sie die da. So. Jetzt kommt. Die da? Ja. 45. Die 45. Ich will sie zusammenbringen. Die gehen nicht gern. So. Ah, da ist das rote Ding. So. Ganz genau weiß ich Ihre Küche noch nicht. Nein, das beim nächsten Mal bin ich perfekt. Jetzt kommt Zwiebel. Ah, wunderbar. Ah, mag ich gern Zwiebel. Schön. Ja. Für ein bisschen Öl noch. Noch ein bisschen Öl, mein. Ha. Und die schmort jetzt so ein bisschen an. Das ist so, aber das nur, riecht das, schon. Ist so, das riecht so gut. Ah, wunderbar. Ah. Und das wird dann ganz sämig. Die Zwiebel ja, mit dem Wein, da kommt jetzt Wein rein. Ja, da kommt jetzt Wein rein, drum. Und es kommt und nichts, kein Mehl und nichts. Nein. Keine Schwitze. Nichts. Mehlschwitze, nichts. Das haben wir früher gemacht. Ja, früher. Creme fraiche kommt zum Schluss. Creme fraiche. Ah, so. So, hier habe ich was haben Sie Thymian. Da? Thymian, aha, den haben Sie frischen, schon frischen, ja. Frischen. Haben Sie den schon geschnitten? Ja. Gut. Also, jetzt kommt der Thymian hinein und dann? Dann kommt. Ja. Ja. Super. So. Dann kommt noch ein bisschen, das soll man schon wegtun. Frische wegtun. Und dann kommt jetzt der Wein. Ah, das ist der da Weißwein. Ich einen Riesling, rein. Einen schönen, trockenen, aha, deutschen Riesling. Und dann nehmen Sie so ein Glas voll. So ein Glas voll, ein großes. Glas voll. Aha, allerdings muss man dann... Ein Achterl. Ja, ein bisschen mehr als ein Achterl. So. Nur Wein? Ja. Wein und Zwiebel? Ja. Nein. Und jetzt auf kleiner Flamme und ab und zu schauen... Wenn die Flüssigkeit zu sehr weg ist, dann muss man ein bisschen nachgießen. Dann gieße ich allerdings nicht mehr puren Wein nach, sonst wird es sehr Wasser. Auch Wasser, wenn es notwendig aha. ist. Ja, und das wird dann so? Ja. Ja. Das ist ja unwahrscheinlich, warum? Ja. Das wird so. Das wird so. Aha. Jetzt muss ich schauen, ob das... Darf ich mal schmecken einen, Sie es mal, was brauchen Sie? Ich muss mal eine Gabel nehmen. Achso, und ja, wie lang? Schauen Sie mal, es muss jetzt ganz leicht vom... Das so geht leicht, ja wunderbar weg. Ja, das, ja und wie lange war das drin? Stunde ungefähr. Ah doch, eine Stunde ja, ist ja. das Köcheln. Ja, ja. Da wird es in einer Stunde nicht... Ja, wenn ich aber jetzt einen elektrischen Ofen habe, auch. Da geht ja das nicht so gut. Doch, Sie nach einer Dreiviertelstunde nehmen Sie die Gabel. Wenn das noch nicht so leicht abgeht, lassen Sie es noch ein bisschen. Das ja, macht aber man wie beim elektrischen das ist egal. Auf 1 stellen. Auf 1, ja. Und sobald das so abgeht wie hier, ja. ist es fertig. Aha. Und wenn Sie eben merken, es ist noch nicht fertig und es hat wenig Flüssigkeit, dann tun Sie einfach du ein bisschen Wasser. Wasser rein. Ja. ja, das ist schon gut. Super. Ja. Die schauen aus, da freue ich mich direkt, gell? Ich darf so, doch jetzt habe ich... Dafür bin ich ja gekommen, Herr Bielek, gell? Ja, natürlich.
der mir mit zum Essen eingeladen. Nicht schauen nur. Sie, wie toll das schon, wie ach, weich das super. Schon ist. Das essen wir zuerst und danach meinen Auflauf. Ja, genau und dann so. Dann trinken wir unseren Rotwein. Ja, genau so. Alles und. So war das geplant. Schauen mhm. Sie, wie das toll abgeht schon. Hm. Ah, das, super. Da habe ich ein bisschen vorgewärmt. So, und jetzt tue ich hier Creme Fraiche rein. Achso, ja, das kommt nur rein. Das ist jetzt vergessen. Aber das Entscheidende. Das Entscheidende. Was ist denn das Entscheidende? Das sage ich Ihnen gleich. Hä? Das kommt gleich. Was ist entscheidend? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Oh. Immer entscheidende Dinge im Leben. Und ja. Bei dem Kochen das auch. Das Entscheidende ist der Senf. Was haben Sie denn da für ihn? Ein Dijon, ein Original-Dijon-Senf. Und es gibt ein Senfkaninchen nämlich. Das ist das. Das ist der Clou. Dijon. Ja. Dijon Original. Und da will ich Ihnen etwas sagen. Der muss da will ich Ihnen etwas sagen. Da darf man nicht sparen. Beim Öl, beim Essig und beim Senf muss man wirklich was muss Gutes nehmen. Muss man das nehmen. Beste ja. Nehmen. Aber Dijon, wo gibt es denn den überhaupt? Das ist eine Art, die gibt es von vielen Firmen. Das ach ist so. Einfach, ja, das ist nur eine Art von Senf. Achso, man denkt, der ist aus Dijon. Der ist sehr mild. Aha, wunderbar. Der ist ganz schön. Seit 1747. Ja. Das ist die Firma, ja. Ja, ja, denke mir schon. Der ist nicht so alt, der ist noch, der ist noch ein bisschen jünger. Aber ein guter Senf, ein guter, ja? Hält sich lange. Lange, ja, ja. So wie bei den Menschen ist es auch so. Mhm. Probieren Sie. Ein bisschen Salz und vielleicht noch ein bisschen Senf. Und ein bisschen Salz. Mhm. Auch schmeckt aber super. Na? Ganz, auch die Soße ist gut. Ja, die Soße, das ist ja das Wichtigste. Da freue ich mich direkt drauf. So ist das. Ja, gutes Essen ist gut. Gutes Essen mit der guten Soße. Ja. Von gehen bei. Ja. Jetzt ist es richtig. Vorher hat noch ein bisschen Senf gefüllt, ein bisschen Salz. Jetzt sind wir schon fertig. Das kommt jetzt dazu. Jetzt probieren wir. Da muss ich essen? Ja. Ah, herrlich. Wo, da? Ja, Vorsicht, ja, das ist heiß. Das, wegräumen. Das ist ihr. Können wir das wegräumen aus? Das kann ich ja auch in die Spülmaschine stellen. Nein, Spülmaschine. Nein. Nein? Na ja, bitte, was kann ich schon tun? Das tun wir hier her. Da. So. Da. Komm da weg. Ah, da weg, da weg. Kann ich noch was helfen? Nein, ich komme. So. Jetzt. Wo haben wir denn da ein Tuch? So. Haben wir da dann nehme ich das da zum Abwischen. So. Mit der Auflauf schaue ich jetzt einmal rein. Oh, der wird auch wunderbar. Mei, Herr Bierleck. Ja. Da werden Spitzen. Da werden sich nachher. Ah, da hat man Brot nehmen noch Freunde dazu. Zu dem. Freuen. Zu den Kaninchen. Weil wir haben ja keine Kartoffeln. Da kann gekocht. Man so ein bisschen. Ja, oder ein frisches Stück schneiden. Na, da haben wir ja. Schau schon, sonst ja. Schmeißen wir doch was weg. Das ist ja schade. So. Wegschmeißen tun wir gar nichts. Nein. So. Braucht man noch einen Löffel? Nein. Braucht man nicht. Das tun wir jetzt schon essen. Ja. Darf ich jetzt essen? Ja. Ah, wunderbar. Ja. Jetzt, ne? Vielen Dank. Gut ist der. So, jetzt probieren wir mal. Na, das geht zart ab. Ganz wunderbar. Ha? Ein Gedicht. Na, Herr Bierleck. Und so einfach. Haben Sie gesehen, wie ja, einfach? Ja, na. Ganz Sie, das kann ich sogar hier in meiner kleinen Küche ja, in Köln machen. Das können Sie. Und weil das ist ohne Rohr, also ohne gibt, Röhre, wie ihr gibt, sagt. Es gibt in der Nähe von wo Sie wohnen, einen wunderbaren Laden mit Geflügel. Ja. Und da gibt es dieses herrliche Kaninchen frisch wunderbar. Vom Bauern. Okay. Also das ist ja super. Na was? Das ist schon zu trocken. Mhm. Ja. Und es ist auch so dünn. Ist... Da kann man nicht dunken. Mhm. Damit können Sie besser dunken. Wissen Sie, das ist ja wichtig. Oh. Die Soße. Kriege ich ein bisschen Schuss. Ja. Ja. Super. Geht's mir halt gut. Meine Mutter hat immer gesagt, ich gebe euch alles Fleisch, wenn ihr mir nur die Soße gebt. Ja?
Mein Vater war auch so ein Soßen. Mensch. So. Soßenheini. Noch ein Stück und dann geht's aber zum Auflauf. Dann geht's Auflauf. Zum Auflauf, ja, ja, ja. Auf zum Auflauf. Mmh, das schmeckt das gut. Ja, Na. Ja. Also, ich bitte, dass ich öfter kommen darf, gell? Ja. So. So gut. Jetzt kommt der Auflauf. Mhm. Machen wir die kleine Löffel. Das ist ein bisschen zu kalt. Oh. So, das darf man doch einfach so. Einfach raus. Oh, wie schott. Oh, so schott. Oh, ist das gut. Ja. So, und ich habe zum Auflauf noch ein bisschen was Besonderes dazu. Was haben wir denn da? Da habe ich nämlich jetzt. Den. Einen. Das kann man zum zweiten nehmen. Ah. Wo haben wir denn da? Ein Riesling. Dann nehmen wir nochmal Gabeln und Messer. Ich habe ein Riesling. Da bin ich eine Verschwenderin. Im Besteck bin ich eine Oberverschwenderin, mein ganzes Leben lang. Ja, immer. Immer. Wie mein Vater. Der war also, der hat immer Besteck gemacht. Jetzt habe ich noch was Süßes, passend zum Auflauf. Eine Spätlese, nicht trocken. Aha. Die passt jetzt gleich ganz wunderbar dazu. Wunderbar. Von der Nahe. Speziell zu einer Süßspeise. Das ist ja wieder was. Mein Herr Bierling. Ein Riesling-Spätlese. Ja, Herr Meindert, man muss. Ja, ja. Man muss das Leben genießen. Ja, klar. Das genießen wir schon. Oder? Ja, und trotzdem viel arbeiten. Ja, eben. Nur das genießen ist ja auch ist genießen. Ja langweilig. Nein, ist langweilig. Aber genießen und arbeiten. Mhm. Ist gut geworden. Der ist schmeckt sehr prima. Der ist. Ganz prima, weil er schön saftig ist. Super. Ja. Ihre jungen Fans würden sagen, der ist geil. Ja? Komisch, gell? Ja. Diese Ausdrücke, das hätte man früher nicht über gewartet. Gott, das würde, wenn ich das zu meiner Mutter gesagt hätte, zu meinem Vater, eine Watschen hätte gekriegt, ja, dass ich von da bis dahinter geflogen wäre. Danke, ja. Gott. Das danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen dürfen. Dankeschön.